Wir sind bereit. Ringfrei. Runde 1. Ein Applaus, das ist das Beste, was wir hier in Hessen im Boxen haben. Leon Bund präsentiert sich hier in bestechender Verfassung, in Superform. Student, trainiert am Olympiastützpunkt Heidelberg. Spirit Frankfurt, sein Verein, 95 Kämpfe bestritten. Er war deutscher Jugendmeister im Jahr 2010, Vizemeister bei den Männern, bei der Elite im letzten Jahr. Dort wurde er nur gestoppt durch einen Cut an der Augenbraue. Sein großes Ziel, Olympia in Rio 2016. Und da ist er auf einem guten Weg, hat natürlich starke Konkurrenz mit Serge Michel und Igor Tetsiev. Aber Tetsiev, den hat er auch geschlagen bei der letzten deutschen Meisterschaft. Wir halten ihm die Daumen ringfrei, Runde 2. Thank you.
eine Boxdemonstration auf höchstem Niveau. Eine super Leistung von beiden Boxern. Es freut uns natürlich aus hessischer Sicht, wie stark sich hier Leon Bunn präsentiert. Aber wir möchten auch Alexandru Machedon danken. Er trainiert im Moment am Olympiastützpunkt Heidelberg, ist ein rumänischer Boxer. Und Valentin Cilaghi hat, der Bundestrainer, den Sie in der blauen Ecke sehen, hat kurzfristig diesen Einlagekampf hier möglich gemacht, organisiert. Für Leon im Halbschwergewicht gab es hier in Hessen keinen adäquaten Gegner. Er wäre sonst kampflos geblieben. Und es ist schön, dass wir ihn hier präsentieren können. Und dafür gebührt auch Alexandru Machedon unser Dank. Ringfrei, Runde 3. Bravo Leon, bravo Alexandru. Dankeschön, das war ein toller Kampf hier im Halbschwergewicht der Männer. Und sie haben es geschafft, Darmstadt 98 ist in der Fußball-Bundesliga und der FSV Frankfurt rettet sich durch ein 3:2, durch einen 3:2-Sieg in Düsseldorf. Das heißt, aus hessischer Sicht alles wie gewünscht. Wir erwarten das Urteil in diesem Einlagekampf. Yes.
bevor wir das Urteil verkünden, nochmal ein Applaus für Alexandro, ein Applaus für Leon für dieses tolle Duell hier. Sieger nach Punkten, der Kämpfer aus der blauen Ecke, Leon Bund, Spirit Frankfurt, der hier gezeigt